sein, so ein Kleinviecher, dann fahren wir gerne zum Jetty rüber. Das ist ein Tauchspot, der eigentlich nicht als Tauchspot geeignet gedacht war, sondern ein Anleger für Kreuzfahrtschiffe sein sollte. Zwischen den Säulen, an denen nie ein Kreuzfahrtschiff angelegt hat, wimmelt es nur von kleinen Tieren. Mimik-Oktopus haben wir da schon gesehen, haarige Anglerfische haben wir da schon gesehen, Seepferdchen. Ja, und das erreichen wir in 20 Minuten. Ich habe gedacht, wir bauen einen Jetty dahin, ein Pier für Kreuzfahrtschiffe und Fähren. Hat einen super Terminal dahin gebaut, alles ist fix und fertig, ein wirklich professioneller Anlegesteg. Und als das erste Schiff kam, das man für viel Geld hierher gebracht hat, stellte der Captain fest, da kann er nicht anlegen, es ist nicht tief genug. Und das war das einzige Schiff, das jemals wirklich in die Nähe dieses Jetties kam. Und naja, mittlerweile ist das 8 Jahre her. Die Säulen sind wunderschön gewachsen. Drunter ist einfach grauer Sand. Und es wimmelt vor Leben. Den Ahmed-Rand benutzt man in den 70er, 80er Jahren gesagt, wir müssen mehr Fisch anlocken, damit die Fischer überleben können. Und hat pyramidenförmige Gebilde aus Beton gebaut, die so 5 Meter aufragen, das sind mehrere Betonpfade übereinander. Und ja, ursprünglich war das, wie gesagt, gedacht, dass man da die Fischer anlockt für die Fischer. Und mittlerweile ist Fischen noch verboten und es wimmelt von Leben. Also vor allem Jungfische kommen daher, Kleinfische locken natürlich größere an, das heißt, man sieht dann auch mal eine Haifrau schwimmen oder andere Jäger. Es ist fast immer eine sehr leichte, moderate Strömung vorhanden, das heißt Nährstoffe kommen und man lässt sich einfach von einem Turm zum anderen treiben und die Wunder zwischendrin, was für kleine Wunder. Ich denke, dass die Leute einfach festgestellt haben, mit der Zeit, mit dem Tauchen verdient man wesentlich mehr Geld. Es ist wesentlich sinnvoller, die Leute herkommen zu lassen und fürs Tauchen zu bezahlen. Und die Fischerei hat sich einfach weiter nach außen verlegt. Also da hat man jetzt andere Möglichkeiten gefunden, dort zu fischen und das anscheinend auch mit Erfolg. Und somit sind die Pyramiden einfach den Tauchern überlassen worden. Das ist eine feine Sache.